Ja, hallo liebe Freunde, wieder mal aus Hamburg. Heute Morgen oder heute Mittag ist es ja mittlerweile, haben wir ein Fasel-Vega HK 500, ein legendäres Auto, sind davon nur 500 Fahrzeuge gebaut worden. Und unser Auto ist mal bei Auto Becker ausgeliefert worden, also ein richtig deutsches Fahrzeug. Und das Tolle ist, der Wagen ist seit 57 Jahren in Familienbesitz, was absolut einmalig ist. Fasel-Vega war eine Zusammenarbeit zwischen Fasel und der Firma Chrysler, die haben hier einen Smallblock eingebaut mit fast 6 Litern Hubraum, hatte über 300 PS, jetzt weiß ich gar nicht, stimmt das? Nein. Siehst du, weißt du auch nicht? 360 PS. Ja, siehst du doch, das meine ich doch, mir war da irgendwas mit einer 3. Also hat 360 PS, hat also wirklich eine riesen Power, ist ewig im Besitz und die Familie hat sich jetzt nach mittlerweile 57 Jahren entschieden, sagt, jetzt verkaufen wir das tolle Stück. Also er hat eine wunderschöne Farbe, er ist schwarz. Er hat bis heute ein absolut futuristisches Design. Schaut euch mal diesen tollen Kühler hier vorne an. Dann hier das Fasel-Vega-Zeichen. Ist weltberühmt. Das Original-Fasel-Zeichen. Und er hat die ganzen Stilelemente, könnten einen fast ein bisschen an Mercedes 300 SL erinnern. Der hat ja ein ähnliches Gesicht, sage ich mal. Ist die große Zeit von 1959 bis 1963, da sind die Autos gebaut worden, danach war vorbei. Ich glaube, die sind dann Konkurs gegangen, was ewig schade ist. Und ich habe jetzt mal unseren Kollegen Herrn Krack mit dabei, der kennt sich recht gut aus mit der Marke. Jens Krack ist ja hier oben auch zuständig für Hamburg. Moin. Er erklärt uns jetzt mal, hinten, da gibt es eine Besonderheit, eine Heckleuchte. Haben wir uns eben drüber unterhalten, ist total irre. Ja. Jens, vielleicht sagst du mal, was es damit auf sich hat. Es war einfach so, Ende der 50er Jahre war alles im Raketenwahn. Amerika baute die erste Mondrakete und so wurden die Fahrzeuge natürlich auch entsprechend dargestellt. Und die Besonderheit an diesem Auto ist eigentlich diese kleine Scheibe aus rotem Kunststoff, in der das V eingraviert ist, sodass also das Rücklicht, wenn es brannte oder man auf die Bremse trat, der Lichtstrom sozusagen entlang geleitet wurde, das war indirekt beleuchtet. Und so konnte man von der Seite sehen, wie das Fahrzeug fast wie mit einem kleinen Feuerstrahl nach vorne getrieben wurde. Ja, ist irre. Also damals gab es auch die Concorde, also dieses ganze, Quatsch, nicht die Comet hieß das ja nicht, genau. Die Concorde, Quatsch. Die Comet, das waren Flugzeuge der damaligen Zeit und das war Ende der 50er Jahre, ist das einfach imitiert worden. Und das gesamte Design, was ihr bei diesem Franzosen seht, also schaut euch mal diese Panoramascheiben an, die absolut irre designt und gestaltet sind. Auch überhaupt das gesamte Design bei dem Auto. Hinten geht die Scheibe auf. Ist also wirklich fantastisch gemacht. Und ich setz mich jetzt mal da vorne rein. Der Wagen, der war in 7 Sekunden von 0 auf 100. Also mit Hubraum ist Hubraum. Da geht auch nichts über Hubraum. Jetzt, oh, es ist ja wie in einem Sofa sitzt man hier. Und schaut euch mal dieses wirklich futuristische Holzarmaturenbrett an, was ich sensationell finde. Er hat eine 6-Gang-Schaltung hier vorne. Ganz weiche, schwere Sitze. Also das Raumgefühl, was man in so einem Wagen hat, kenne ich aus keinem anderen Auto. Jetzt hier oben mal der Dachhimmel, oder vielleicht ist es besser, wenn sich auch Paul mal zu mir setzt, weil das muss er auch selbst mal einatmen. Das Auto hat diesen tollen Ledergeruch, ist ja rotes Leder. Das Tolle ist halt die Historie, immer im gleichen Besitz. Und schaut mal hier, der hat hier bis 260 Stundenkilometer. So ein Wagen ist tatsächlich 237 Spitze gelaufen, hat natürlich eine Servolenkung. Hier vorne ist der Drehzahlmesser, der geht hoch bis 6000. Gedreht hat man ihn wahrscheinlich bis 4.500 oder 5000, was eine Menge ist. Und es ist zur damaligen Zeit eine echte Rakete gewesen. Ein Auto mit einer riesigen Motorisierung. Verbrauch kann ich jetzt nur schätzen, wahrscheinlich so um die 20 Liter, oder vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn man stärker draufgetreten hat. Aber das Auto ist im Design sensationell. Schaut euch das mal an. Das ist übrigens ein Mercedes-Spiegel hier. Genauso haben die auch ausgesehen. Dann hier oben das Karo am Himmel. Also das ist toll gemacht alles. Also so ein Wagen ist absolut außergewöhnlich. Also kann man mit normalen Autos nicht vergleichen, hat französisches Schick, amerikanische Technik mit einer riesen Power. Und das ist hier alles sehr, sehr exklusiv gemacht worden. Hier vorne die Heizungseinstellung aus edlen Materialien. Schaut mal hier, das ist kein billiges Plastik, das ist alles Metall. Hier unten ist der Zündschlüssel. Jetzt habe ich ihn gestartet, haben wir nicht, wollen wir ihn mal anmachen. Ich glaube, der hat einen Wahnsinn Sound, der Wagen. Oh. Ja, also das ist natürlich einmalig. Da hört man die 6 Liter Hubraum raus, der brummt ja. Das ist ja absolut irre.
alles mögliche Wahnsinnsauto. Und dadurch, dass es von dem Wagen nur 500 Fahrzeuge gab und der Wagen absolut exklusiv ist, hat der Wagen bis heute Fans. Und es gibt ja viele amerikanische Autos, die heute relativ billig sind, die auch irgendwie keiner richtig haben möchte. Das ist beim Fasel Vega was anderes. Also schaut euch mal dieses irre Design an, da hat Jens Krag recht, das hat dieses Raketendesign, auch dass hier vorne in der Fortführung der Chromstoßstange der Auspuff hinten drin ist. Das ist also fantastisch gemacht worden. Dann hier vorne nochmal diese schöne Nummernschildbeleuchtung, der geht auch hier auf, der Kofferraum. So, schaut mal hier rein. Das sieht dann so aus mit einem Riesentank. Also er hat einen Tank von über 100 Litern, was er auch braucht. Also ich sage mal, verbraucht sicherlich zwischen 15 und 25 Liter, schätze ich mal. Ist alles auch sehr, sehr schwer, wie man merken kann. Auto wiegt über 2 Tonnen. Hat angedeutete Zentralverschlüsse, könnt ihr sehen. Dieser dicke Chromrand, also alles, was an dem Auto verbaut wurde, war 30% kräftiger, wertvoller, besser als bei den normalen Autos. Und ich finde, dafür, wenn man denkt, dass der 1959 zur Welt gekommen ist, ist das doch extrem modern, das Auto. Ganz, ganz futuristisch. Zur gleichen Zeit ist ein Pontiac-Mercedes gebaut worden. Also wenn man sich das mal anschaut, was da ein Unterschied an Exklusivität besteht, also das war sicherlich epochal, der Wagen. Und das ist er bis heute geblieben. So, jetzt machen wir vorne mal auf. Also wir haben übrigens, was ich hier vorne gerade sehe, das haben wir hinten Scheibenwischer geklemmt. Wir haben hier eine Betriebsanleitung. Es gab ja auch verschiedene Serien. Erste Serie, zweite Serie, dritte Serie. 59 bis 64 war die große Zeit von Fasel Vega. Das ist original, das war ein Fasel 2. Die Autos kosten heute deutlich über 200. Unser Auto kostet unter 200.000. Das Interessante ist halt die tolle Historie dazu. Schaut euch das mal an. Dann gab es eben noch den Excellence, das war die Königslimousine, also ein absolut irres Auto, ich kenne jemanden, der sowas hat. Hätte ich auch gerne mal hier, bekommen wir vielleicht auch. Ich glaube, es ist 1 Meter länger gewesen als die normalen Autos. Also man hat damals was völlig Ausgefallenes, Exklusives gebaut. Das ist hier die Originalunterlage dazu. So, und jetzt möchte ich mal einen Motorraum aufmachen. Jens, weißt du, wie das geht? Hast du da eine Idee? Herr Krack zeigt uns das jetzt mal. Dann hebe ich vorne mal auf. Ja, das ist sicherlich ein Highlight, auch den Sound finde ich absolut irre bei dem Auto. So, das kennt man aus amerikanischen Autos. Das Auto ist wohlgemerkt immer gefahren, benutzt worden. Also das ist jetzt hier nicht sauber und hochpoliert, sondern das ist ein benutzter Klassiker, den diese Familie immer behalten hat und gefahren hat. Schön ist dabei hinten, dass die ganzen Plättchen der Fahrgestellnummern alle original sind. Das könnt ihr, glaube ich, sehen. Also da sind nicht irgendwelche Nummern umgehauen oder was geändert worden, sondern wenn eine Familie ein Auto fast 60 Jahre hat, und das sieht man halt eben da hinten dran, dass alles authentisch ist. Ja, das ist ein V8 mit knapp 6 Litern Hubraum, der 350 PS leistet. Das ist natürlich schon eine Ansage, auch heute noch, ne, muss man sagen. So, jetzt setze ich mich mal hier vorne hin. Das Schöne ist bei dem Auto, lange im Besitz, dementsprechend, eine dicke Akte, und die haben glücklicherweise auch alles gesammelt, was es gab. Interessant dabei, deutsche Erstzulassung, das ist hier übrigens von der Restaurierung. Das sind Fotos, denen man auch anmerkt, dass sie auch schon wieder älter sind. Der ganze Wagen ist auseinander gewesen. Schaut mal hier, ist komplett gemacht worden. Die waren natürlich damals immer etwas rostanfällig. Also es gab nicht diesen Rostschutz wie damals. Aber schön finde ich bei so einem Wagen, man sieht, was gemacht wurde. Man sieht, jetzt steht da hinten ein Datum drauf, da gucke ich gerade mal, leider nein. Der Wagen ist einmal komplett restauriert worden. Laufen tut er sehr schön. Familie trennt sich jetzt schweren Herzens davon. Ich guck mal, da ist ja sogar noch ein ganz anderes Leder hier vorhanden. Das ist ja Wahnsinn. Die haben das jetzt in rotem Leder gemacht. Das ist das ganz alte Originalleder. Ich glaube, mit heutiger Kenntnis hätte man das wahrscheinlich gelassen. Hätte es repariert und nicht erneuert. Schade so ein bisschen. So hat er mal ausgesehen. Aber das Schöne ist, es ist damit die gesamte Historie dieses Autos dokumentiert. Deutsche Erstauslieferung, Autobäcker in Düsseldorf. Man sieht, wie komplex so ein Auto ist, wie aufwendig das auch ist, sowas zu restaurieren und zu machen. Das ist hier, wie gesagt, alles gemacht worden. Das ist alles dabei. So, das tue ich mal wieder rein in die Tüte. Hier ist auch die gesamte Korrespondenz dabei.
hier sind auch Rechnungen dabei aus alter Zeit, also in dem Fall zum Beispiel was von 1967, ja, was da alles gemacht wurde. Also es ist wirklich toll. Es ist ein Auto, was Geschichte erzählt, was Geschichte lebt. Man hat ihn halt eben fast 60 Jahre lang besessen und hat jedes Mal alles in diesen Ordner getan, wenn es denn fällig war, auch vom Gerling-Konzern, die Versicherungspolice, ist auch schon sehr, sehr alt hier, 1969, ist immer der gleiche Eigentümer. Also das finde ich schon wirklich ganz, ganz besonders. Und die haben sich dann auch noch die Mühe gemacht und die Historie zum Auto komplett aufgeschrieben. Steht alles hier drin, möchte ich euch jetzt nicht alles vorlesen. Aber ich sage mal, das ist ein Auto, was wirklich vom Zustand, von der Historie, von der Seltenheit was Außergewöhnliches ist. Und so ein Wagen, der kostet weit unter 200.000 Euro, ich sage mal auch ein bisschen über 100. Den Rest besprechen wir beim schönen Kaffee oder bei einer Cola, das kennt ihr ja schon. Aber sehr gern. Das machen wir hier und er steht wirklich toll da und ist was Außergewöhnliches. Also das sieht man nicht jeden Tag im Straßenverkehr. Und dadurch, dass er gemacht ist, man muss also diese hohen Investitionen, die hat man nicht, das ist hier von der Familie schon gemacht worden, kauft man was sehr, sehr wertstabil ist. Wo ihr einen Haufen Freude mit habt, wo ihr was ganz Besonderes habt, wo ihr richtig individuell seid und ihr könnt sicher sein, dass sowas als Elektro euch nicht entgegenkommen wird. Das gibt es nämlich nicht. Ja, in dem Sinne, das war mein Abschlusswort, möchte ich verbleiben. Toller Wagen, Fasel Vega, jetzt in Hamburg, Weg beim Jäger. Und wenn ihr so ein paar richtig außergewöhnlich tolle Autos mal habt, das ist was für uns, bitte den Kollegen hier anbieten, das macht Herr Krack oder das macht Herr Ebel, die anderen Kollegen. Wir sind hier 5 Kollegen im Moment in Hamburg, die richtig gut sind, mit einem tollen Bestand, 040 25 33 5000 oder info@cargold.com. Also, alles Gute, bis zu meinem nächsten Film, euer Stefan und ciao. Und tschüss. So. Wunderschönes Auto. Ich denke, mit eines der schönsten, die wir in Hamburg haben. Machen wir ein bisschen Eigenwerbung. Willkommen jederzeit zur Besichtigung. 9 bis 18 Uhr sind wir da, samstags von 10 bis 14 Uhr. Übrigens, ein wunderschönes Auto, um eine kleine Sammlung zu begründen oder einfach nur mal für die Newcomer unter uns, die so ein kleines bisschen Spaß am Fahren haben und einfach mal wissen wollen, wie geht so ein altes Auto richtig ab. Herzlich willkommen, freue mich auf Ihren Besuch. Ihr Jens Krack. Bis nächstes Mal. Ciao.